Wir sind bei der eigentlichen Normalform angelangt. Wir haben gesagt, wenn f von x gleich x Quadrat plus px plus q heißt, was jetzt p und was q ist, ist uns jetzt erstmal im Moment egal, dann sieht die Parabel im Wesentlichen so aus, wie wir sie kennen, wenn man eine Schablone nimmt dafür, eine Kurvenschablone, wo die Parabel x Quadrat draufsteht, dann kann man die so nehmen. Jetzt kommt, wenn ich das jetzt umwandle, es kommt lediglich eins dazu. Wenn hier vor dem x Quadrat nichts weiter steht, dann ist ein stilles Plus gemeint. Das wäre also so gemeint. Dann ist das diese Parabel hier. Ist dieses x Quadrat mit einem Minus versehen, dann bleibt der Scheitelpunkt erhalten und die gleiche Parabel wird wie an der gedachten Achse hier, die im Scheitelpunkt ist, gespiegelt. Das bis dahin. Die Lage, wo im Koordinatensystem diese Parabel ist, die bestimmt sich aber jetzt nicht aus der, oder die muss man erst umwandeln, die bestimmt sich aus der sogenannten Scheitelpunktform, die dann heißt, f von x ist gleich x plus d in Klammern zum Quadrat plus e. Und jetzt bestimmen minus d und das normale e bestimmen dann, wo der Scheitelpunkt ist. Also hier, der Scheitelpunkt ist bei minus d. Das müssen wir umdrehen, das ist leider so. Aber e dürfen wir wieder direkt verwenden. So, das bis dahin. Jetzt war das aber, jetzt kam eine Frage. Schön, gut, alles klar. Wenn hier nichts weiter steht, dann können wir uns auch hier rein gedacht eine 1 vorstellen. Plus oder minus 1. Die Form bleibt komplett erhalten. Was passiert jetzt aber, und jetzt werden wir ein paar extreme Fälle betrachten. Wenn wir sagen, und jetzt mache ich es mal ganz einfach, f von x ist jetzt nur, ich verzichte jetzt mal auf irgendwelches Beiwerk und zwar einfach x Quadrat, nochmal schnell. Dann sieht das ganze Biest so aus. Ich gehe dann gleich auf die Minusvariante ein. Wenn ich also hier die x- und die y-Achse habe, dann habe ich hier diese typische Normalform. Also Normalform meine ich 1 nach rechts, 1 nach oben, 1 mal 1, beziehungsweise 2 nach rechts, 4 nach oben und so weiter. Gut, wenn ich jetzt eine 2 davor schreibe, jetzt nehmen wir mal in blau f von x ist gleich 2 mal x Quadrat. Dann kann ich Folgendes machen, wenn ich jetzt hier mir eine Wertetabelle denke, dann sage ich x und hier ist 2x Quadrat, dann quadriere ich ganz normal und nehme das alles mal 2. Fangen wir mal mit der 0 an, dann bleibt es 0, können wir uns schenken, wir setzen mal eine 1 ein. 1 mal 1 ist 1 mal 2 ist 2. Wir setzen 2 ein. 2 mal 2 ist 4 mal 2 ist, oh, das geht schon weiter. 3. 3 mal 3 ist 9 mal 2 ist 18 und so weiter und so fort. Das Ganze geht auch mit minus 1, minus 2, minus 3, wissen wir. Dann sieht das Ding ja viel steiler aus. Gehen wir mal zu 1 und 2. 1 nach rechts, 2 nach oben. Erster Punkt. Jetzt 2 nach rechts, 8 nach oben. Hier irgendwo, weiß der Kuckuck. Ich zeichne es oder ich skizziere das mal, wie so ein Ding dann aussieht. Dann hat die Parabel eine, man sagt, gestreckte Form. Jetzt nehmen wir mal gleich einen Fall. Naja, machen wir es mal in grün. F von x sei 1 halb x Quadrat. Auch hier können wir wieder eine Wertetabelle machen. Die 0 schenken wir uns und hier entsteht 1 halb mal x Quadrat. Setzen wir eine 1 ein. 1 mal 1 ist 1 mal 1 halb. Ich schreibe mal 0,5, geht jetzt besser. 2 mal 2 ist 4, mal 1 halb ist nur 2. 3 mal 3 ist 9 mal 1,5 ist 4,5 und so weiter und so fort. Versuchen wir es mal einzumalen. 1 nach rechts, ein halbes nach oben. 2 nach rechts, nur 2 nach oben. 1, 2. 3 nach rechts, nur 4,5 nach oben. Also 2, 4, vielleicht hier. Das Ganze im negativen x-Bereich auch. Ich sage das mal so ganz locker. Dann sagt man dazu, weil die Parabelform flacher wird, die Parabel ist gestaucht. Das ist der ganze Hintergrund. Und jetzt können wir mal einen Extremfall nehmen. Jetzt nehmen wir mal, deswegen mache ich den mal rot. F von x sei 10 Millionen, naja, vielleicht übertrieben, aber ich könnte, unendlich möchte ich jetzt nicht schreiben, 10 Millionen mal x Quadrat. Wenn ich schon eine 1 einsetze, kann sich jeder vorstellen, muss ich schon mal in 10 Millionen hier sonst wohin gehen. Mit anderen Worten, diese Parabel, obwohl es noch eine Parabel ist, würde praktisch angeschmiegt an die y-Achse sofort auf beiden Seiten ins riesig weite nach oben abpfeifen.
extreme Streckung, ne? Super extrem gestreckt. Aber wenn ich mal jetzt sage, hier auf diesen Bereich lege ich mal eine Lupe, und zwar ganz stark vergrößernd, 1 zu 10 Millionen mal vergrößert, dann hätte ich hier immer noch unten so richtig schön diese Rundung, wie wir sie von der Normalparabel kennen. Anderes Extrem, ich sage jetzt in Aubergine, ne, wir nehmen mal Pink, f von x sei 0, ganz viele Nullen, 1 mal x Quadrat. Dann ahnt es jeder schon, dann würde wahrscheinlich diese Parabel angeschmiegt, aber nie, nur angeschmiegt, aber nie berührend, nur in dem einen Punkt 0, 0, hier die x-Achse. Naja, touchieren, sage ich mal. Das wäre dann fast eine Gerade. Wenn ich mir das jetzt mal als Normalform angucke, nochmal das hier, das, und sage mal ausführlich, f von x sei, und zwar, einverstanden, dass ich dazu 0 sage, einfach 0, ich sage einfach mal 0, weil so klein ist wirklich 0, dann habe ich 0 mal x Quadrat, denn praktisch ist es 0,00 mit 1000 Nullen, ist das gar nichts mehr, 0 mal x Quadrat plus px plus q. Jetzt kann ich hier ganz normal, 0 mal x Quadrat ist 0, dann bleibt noch p mal x plus q übrig. Ja, und das kennen wir. Irgendwas mal x macht einen Graphen steiler oder flacher oder sonst was. Und das q zeigt uns in diesem Fall an, in diesem Fall auch wieder, wo die y-Achse geschnitten wird. Das mal einführend bis dahin. Und ich mache jetzt erstmal eine Pause, denn hier gibt es ein paar Fragen. Jetzt kam die Bemerkung, was machen wir denn? Wenn jetzt zum Beispiel da steht, also Beispiel. Ich schreibe mal f von x sei meinetwegen 10x² plus 100x plus, weiß ich nicht, 20. Hier kann ich keine PQ-Formel anwenden, weil hier vorne steht was davor. Das ist blöd. Dieses blöde 10 stört. PQ-Formel können wir nur anwenden, wenn ein pures x², auch lassen wir es mit dem Minus mal alles sein, wenn nur ein pures x² dasteht. Dann gibt es den Trick, wenn ich sage, ich möchte die Nullstellen bestimmen, dann schreibe ich 0 ist gleich 10x² plus 100x plus 20 und ich sage, naja, gut, die Nullstellen, die treffen trotzdem zu, wenn ich sage, ich teile die ganze Geschichte durch diesen Faktor hier vorne, durch 10. Steht eine 2 da, teile ich durch 2, steht eine 5 da, teile ich durch 5, eine 3 durch 3, steht eine 1,7 und so weiter. Wenn ich durch 10 teile, bleibt 0 durch 10 ist 0. Hier steht 10 durch 10 ist 1, also hier entsteht wieder eine positive 1. Hier steht dann noch 10x plus 2 zum Beispiel. Hier kann ich wieder mein p und mein q extrahieren und kann dann sagen, hier kann ich die PQ-Formel wieder anwenden. Machen wir aber später, ist jetzt noch nicht Bestandteil der ganzen Geschichte. Nochmal schnell zu den Formen. Also, typisch steht hier eine 1 davor und ein Plus zeigt das Ding nach oben, ein Minus zeigt das Ding nach unten. Aber die Gestalt ist die typische Kurvenschablonengestalt, nämlich 1 nach rechts, 1 nach oben, 2 nach rechts, 4 nach oben und so weiter. Die Lage, okay, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Und jetzt ist der Faktor vor dem x² größer als 1, wird das Ding gestreckter, also schlanker. Im Extremfall, 10 Millionen zum Beispiel, wird es so schlank, dass es sich an die y-Achse annähert. Ist der Faktor vor dem x² nicht größer als 1, sondern gar kleiner als 1, wird das Aussehen der Parabel gestauchter. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, 1 ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt sage, ich setze noch ein Plus oder ein Minus davor. Beim Plus waren wir jetzt, wenn ich Minus davor setze, wird die ganze Sache nach unten gespiegelt. Das dürfte nicht so schlimm sein. Die Extremfälle dürften auch noch klar sein. Aber eine Frage bleibt jetzt. Ich sagte doch, wenn ich hier drauf gucke, hier, ganz nah drauf, auf diese 10 Millionen Geschichte hier, ganz nah drauf sehe ich immer noch unten diesen schönen parabeltypischen Verlauf. Wie würden die Parabel aussehen, wenn ich bloß mal sage, 1/2x², die grüne hier, wenn ich weiter weg ginge? Da möchte ich mal drauf eingehen. Gehen wir mal drauf ein. Wir machen mal einen Versuch. Ich habe ja hier glücklicherweise die Möglichkeit, solche Kurven auch irgendwie zu verkleinern. Wir gehen jetzt mal in Gedanken ganz weit weg. Na, komm. Das heißt, ich verkleinere die. Wie sieht's so aus? Logisch, ne?
Machen wir es mal anders. Ich mal mal noch eine. Ach, ich mal mal noch eine. Und zwar in diesem unteren Bereich. Machen wir es nochmal. Und ich strecke die mal. Und mach sie noch größer. Schon sieht so aus, als wenn davor eine halbe Stunde, ne? Nochmal zurück. Machen wir sie noch kleiner. Und jetzt haben wir einen Ausschnitt daraus. Und siehe da, da ist die Form wieder. Also es hat tatsächlich was mit der Entfernung zu tun. Die Gesetzmäßigkeiten, wie man das machen könnte, das machen wir dann. Also, so dass wir sagen, eigentlich können wir ja immer unsere Kurvenschablone anwenden. Das machen wir dann aber später. Erstmal bloß zum Prinzip. Hier gibt's noch. So, bevor wir dann in die große Übungsphase einsteigen und so weiter, machen wir das Video an der Stelle erstmal dicht.